Und willkommen zurück zu Minecraft Together bei der Superfarm. Ja, hallo. Da sind wir wieder. Hallo. Hallo. Ich ärgere den Pillar. Ja, ich frage mich gerade, warum das hier gerade so stoppt. Warum er gerade so stoppt? Ja, die Farm, die hat keinen Bock mehr, habe ich ja, gemerkt. weil ich glaube, in der letzten Folge hattest du ja hier die Steine umgewandelt, wo ich jetzt stehe, weißt du? Ja. Und ich glaube, du hast das genau in dem Moment gemacht, wo der den töten wollte, den Stein. Hier der. Die Maschine, meinst du? Was ist das denn für ein Ding? Ich kann das nicht sehen. Eine Farm. Hier. Combine heißt das Teil. Naja, Combine ist der Abbauer. Ach so. Ja, und das andere ist hier eine Farm. Ach so, das heißt Farm, okay. Cool, oder? Ja. Extremst pornös. Sonst hast du ein bisschen Platz im Inventar, sonst bau die einmal ab und wieder hin. Kann ich die einfach so mit der Hand abbauen? Ja, oder warte, ich baue die mal ab von hier. Oder mit der Spitzhacke? Ja, Spitzhacke sollte gehen. Ja, ich hab Platz. Nee, die Farm muss er abbauen. Ach so, sorry. Nur weil er halt ein bisschen was rausploppt in dem Moment. Da kam fast gar nichts raus, ey. So, Farm und das Ding. Erst die Farm. Andersrum. Muss man erst das... Ah, nee, warte. Ne, ist richtig. Kannst du wieder hinstellen. Entschuldigung. So. Okay, hier muss dann wieder alles rein, ne? Der Dreck und die Samen. Ja, genau. Dreck und Samen. Passt ja immer zusammen eigentlich. Warum machst du denn jetzt den Boden damit? Weil der auch halb zu sehen ist. Wie, da wächst das dann trotzdem drauf, oder was? Ja, der setzt der Erde hin. Ach so. Dafür baut er das jetzt um, krass, ey. Cool, oder? Nee. Doch, ist cool. Das ist der geilste Stab überhaupt. Hier hast du noch ein paar Steine, Peter. Ja. Nimm die mal, da sind noch mehr. Dann komm einmal her, weil ich habe jetzt die anderen Steine. Die Steine, die wir nicht brauchen. Aber mal hier, ich habe noch einen Stack von denen. Hier, guck mal, nehmen wir immer noch. Hinter dir liegt das. Ja. Boah, geil. So, jetzt mach die Decke, Peter. Ich glaube, den Mittelblock können wir mal abbauen. Fällt mir gerade mal ein, warte. Komplett? Boah, der Stab ist so pornös, ne? Er spart schon viel Zeit, ne? Ja. Der pornöse Superstab. Oh, fuck. Die Kakaobohnen da oben. Hä, warum ist das denn so halb kaputt? Was? Ja, da oben ist so ein halb kaputter Stein noch bei mir. Ach so, ja. Bin bestimmt falsch angezeigt, nur. Los, fahr, mach was! Wieso? Fragt die sich. Ach, du hast Weizen da drin, da müssen die Samen rein. Ach, oh, ja, hab ich mich gerade vercheckt. Klar. Mehr Samen! Jetzt macht die, jetzt soll die was machen? Soweit die Theorie. Mehr Samen, da kann man sich ein Meer mit ansetzen. Ja, Das wäre geil, ne? Lecker. Weil ich gerade, wie weit muss er denn hier sein? Weil eigentlich sollte das jetzt mal hier funktionieren. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2, 3, 4, 5, 6, auch 7. Überall 7. Los, Farm, Energie! Ja, bin ich mal gespannt. Ich verstehe es nicht. Aber ich glaube, ich habe eine Idee. Ich mache hier noch einen Motor dran. Vielleicht geht das dann. Vielleicht brauchen wir 3 Motoren. Obwohl, ich glaube, 2 reichen auch. Aber vielleicht aber auch nicht. Okay. Heiko, hast du die Motoren noch, die da mal standen, die du da weggebaut hast? Die sind im MME-System. Oh, sehr gut. Dann hole ich die mal fix. Da hole ich mal fix die Motoren und dann geht das ab. Hoffe ich. Sagst du? Und zwar die Engine. Da muss er, guck mal. Boah, wir haben so viele Engine. Ich glaube, da haben wir noch mehr dran. Damit das richtig abgeht? Ja. Okay, dann bin ich mal gespannt. Dann nehmen wir nochmal die Gold Conductive Pipe. Peter, fandst du das eigentlich schlimm, dass ich dir Megaprojekte Yu Yu Meta geklaut habe? Ja. Ja, echt? Nein, dir nicht. Hast du wahrscheinlich eh nicht gemerkt, ne? War bestimmt am nächsten Tag eh voll, die Kiste, ne? Ja gut, jetzt so schnell ging es da noch nicht, aber jetzt ist er mittlerweile immer voll, wenn ich reinkomme. Ja. Aber geh da ruhig nochmal hin. Ja, ist das eine Einladung? Ja. Ich okay, meine, den Tunnel hast du ja nicht umsonst gebaut. Aber wenn ich dann da jetzt hingehe, dann zapfe ich die direkt an, ne? Dann werde ich ein Rohr legen, ne?
Wollte ich mir aus der Mitte bauen, ein Rohr bis zu meinem Lager, dass der Überschuss immer direkt bei mir landet. Von dem Dorfzentrum, da meinst du? Ja, genau, weil da ist wohl auch irgendwie noch was drin, was den Überschuss halt vernichtet, ne? Ach so, okay. Ja, gut, aber im Prinzip, was willst du mit dem ganzen raffinierten Eisen? Ja, Solarpanels bauen. Ja, gut, aber so viel brauchst du da auch nicht für von, oder? Doch. Ja, ja, Hauptsache. Oh, guck mal, der macht das sexy. Guck mal, Peter. Da fängt er schon an? Ja. Dann hat er wohl schon gereicht, was ich hier gebaut habe. Okay, dann baue ich die wieder ab. Oh. Werde ich gerade eingebaut? Nee, noch nicht. Aber da ist eine Hydra vor dir, Peter. Hilfe! Ich habe ein geiles Bild drüben im Lager. Warte. In meinem Zimmer. Ja, so ein Hydra-Kopf an der Wand. Ah, okay. Die Trophäe. Jetzt habe ich hier gar nichts gebaut. Da musste wahrscheinlich nur hier die doch... Guck mal, der gespawnt hat. Aha. Guck mal, können wir das so als Pantoffeln tragen? Guck mal. Die neuen Pantoffeln. Pass auf. Hier ist dein Hydra-Kopf wieder. Da wollte schon sagen, der habe ich schon vermisst. Warum haben wir eigentlich keine drei Hydra-Kopf-Dinger gekriegt? Kennst du doch. Ja, aber es sind doch drei Köpfe. Quatsch. Ne? Du hättest gerne drei. Ne, hätte ich nicht. Boah, wir hatten Gebrabbel bei mir. Boah, bei mir erst, ey. vor allem, was will ich denn alles gleichzeitig denken, Alter? Und jeder würde denken, ja, boah, ist der andere bescheuert. Ja, das sowieso. Was hat der denn für ein Problem? Sitzt dann immer im Restaurant und schreist dich selber an. So die einzelnen Köpfe so. Halt dich jetzt alle die Fresse, ich bin der Hauptkopf. Wie kommst du darauf? Ich bin in der Mitte gewachsen, Mann. Du könntest ja einen Psychiaterkopf machen. Dann kannst du mit dem über deine Probleme reden. Da reden die anderen beiden Köpfe immer mit dem so ihre Probleme. Es hat geschellt, warte mal. Ja, mei, der hat geschält. Geht die Treppe runter, geht zur Tür, macht die Tür auf. Schreit seinen anderen Kopf an. Neuer Kopf antwortet nicht. Komm, weißt du, woran das liegt? Im Megaprojekt zum Beispiel auf dem Server baue ich immer doppelt. Ja, das ist doch der Server, oder? Nein, der Server ist doch kaputt, glaube ich. Ich glaube, der Server. Boah, das wird so geil. Was denn? Die neue Farm hier. Die neue unnütze Farm. Da bin ich wieder. Hi. Und direkt ist es still, weißt du? Da müssen wir passen. Direkt Ende. Ja, du hast uns unterbrochen. Was ist los? Oh, fuck. Ich bin hier draufgesprungen. Wieso passiert das jetzt? Was? Hier, da. Was macht das jetzt? Macht der das selber wieder weg, den scheiß Boden, den ich... Ja, klar. Ja? Okay. Der arbeitet quasi selbstständig jetzt. Er pflanzt die an und pumpt die dann auch automatisch wieder raus. Okay. Tschüss. Guck mal, der Heiko ist schon mal raus. Tschüss. Hab schon keinen Bock mehr, weißt du. Abmahnung. Heiko weggeschickt. Gibt's immer. An. Genau, automatisch. Da haben wir so einen Button. Automatisch. Ich hab gerade wieder irgendwie meine Items verdoppelt, aber ich weiß nicht wie. Aber wir machen das nicht, um dich zu ärgern, Heiko. Wir machen das nur, um dir zu zeigen, wie es im Berufsleben läuft. Ja. Da ist halt genau so. Damit du mal klarkommst in deinem Leben später. Deshalb sind wir so richtige Wichser zu dir. Ab jetzt, boah. Macht der halt hier drin nicht voll? Ab jetzt, weißt du, ist schon immer so, aber nee. Ab Nein, jetzt. Wir sind ab jetzt richtige Wichser zu dir. Bisher waren wir nur Wichser. Was macht der voll? Ja, hier innen den Kranz, der hier noch drin ist. Nein, nur den Rand. Warum denn? Weiß ich nicht. Wir können ja nicht den Rest auch machen? Nee. Ja, dann ist aber dann kostet dieses Gerät ja, wenn es nicht den ganzen Platz ausnutzt, wie das sonst immer so ist. Ja, genau. So, warte, ich mache jetzt hier erstmal überall ein paar Fackeln dran, ein paar Inverted Lamps. Wie lange haben wir noch in der Folge, Peter? Ich wollte mal ganz kurz fragen. So 4 Minuten. Ah, okay. Grob. Das passt doch sehr gut. Sehr gut. Aber der Ted wollte sich gleich noch nackt ausziehen und mit seinem Kollegen kuscheln. Mhm. So sieht's aus. Ja. Dann mache ich hier noch mein persönliches Homogeddon. 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 So, 1, 2, 3, bam. Könnte auch eine Aufforderung sein. Homogeddon. Nee. Nee. Mount me besser? Lieber nicht. Aber was ich dich mal fragen sollte, ne?
Er wollte. Bei GTA, verstehst du alles, was die sagen? Nee. Nee, ne? Okay. GTA. Ich lese ja beim Fahren auch nicht. Vor allem voll geil, weißt du, die reden ganz beim Fahren. Ja, ich habe letztens eine Folge geguckt und dann da hast du ja noch gesagt, so ich rede jetzt nicht mehr, während die Gespräche im Auto führen. Ja, genau. Ja, es ist auch ätzend, weil man wartet dann immer auf eine Pause, wo man was sagen kann, dann kommt eine ganz kurze und dann redet sofort wieder jemand, ne? Ja. Das kenne ich auch, das ist super ätzend. Mittlerweile mache ich jetzt immer, dass ich quasi warte und dann sage ich, jetzt reden sie gleich und dann halte ich so meine Fresse und dann fangen die an zu reden. Ja. Weil es ja immer so automatisch hat, im Auto immer anfangen zu reden da. So machst du das. Ja, es ist voll geil. So, meinst du, das reicht dir mit der Beleuchtung? Ja. Außer die Mitte. Außer die Mitte noch. Alter, ich hasse den Stab. Ich drück immer den falschen Knopf. Kann er nicht schneller wachsen? Nimm mal Bone Meal. Hol mal ein bisschen Bone Meal und heiz das einmal an. Schmeißt ihr das auch? Kann man das auch da reinschmeißen? Nein, auf die Pflanzen. Das soll ich jetzt von Hand machen oder was? Ja, einmal so kurz. Du hast ja eine super Farm gebaut, ey. Damit die sich hochpowert. Ja, weißt du, wenn ich sowas höre, ne, da will ich am liebsten immer gleich... Abmahnung. Jetzt irgendwann explodiert. Ja, ich war das. Aber weil dich so geärgert hast? Ja, eben. Ich bin ein hochexplosiver Charakter, also... Boah, jetzt habe ich die Lampen hier total schief und krumm gebaut, ey. Fick dich. Wer hat denn jetzt das Lager zugebaut von unten? Abmahnung, Heiko. Immer, es hagelt Abmahnung. Eigentlich können wir dem Heiko auch mal eine schriftliche schicken, so langsam, ne? Ja, wie zu der Bauschlampe, die Bewerbung, die zweiten. Das waren ja auch richtig förmliche schriftliche Bewerbungen. Ja, hat man auch erzählt, glaube ich, damals. Ja. Ne? Boah, Alter, wie mir diese Lampen auf die Eier gehen. Da war einer bei, der hatte sogar auch eine 2 auf der Anti-Debitor-Schule in Anti-Debitor-Künsten. Ja. Was soll ich holen? Ach ja, Bone Meal, ne? Knochenmehl. Oh ja, wir haben nur noch 700. Ehrlich, jetzt soll ich das dann mitbringen lieber? Oder überlassen? Nee, 700 geht. Jetzt habe ich endlich die Lampenstruktur hier raus an der Decke. Nach 3 Runden. Ja, nach 3 Runden. Gibt's nicht ein Gerät, so ein Lamper, der automatisch die Lampen setzt für uns? Lamper. Ja, eine Turtle. Ein Lamper heißt der dann aber. Ich will ein extra Gerät für mich. Eine Turtle ist mir jetzt nicht gut genug. Den Lamper. Wenn es ja so eine CBM bauen, die dann hier, guck mal, vielleicht umfährt. Genau. Also, genau, so eine kleine, stimmt. Was macht er jetzt hier? Lampen. Erntet ihr das jetzt immer, Peter? Ich hab hier schon voll viel. Ja, warte, der sollte das leider eigentlich ernten. Aber ich brauche noch eine Kiste, fällt mir gerade mal auf. Oder macht er das nur, wenn die Samen voll sind? Nee, der erntet jetzt und schmeißt das Kornscheiß da oben raus. Deswegen brauche ich eine Kiste. Und die Samen gehen das wieder runter, siehst du? Ah, ja. Z, du hast noch Bone Meal, oder? Ich hab jede Menge Bone Meal, ja. Du wirst beschmissen mit Korn. Hier liegt dann noch Bone Meal. Hier liegt hier. Kannst ja auch mal nehmen, ich hab auch noch welches. Ich hol mal eine Kiste und dann läuft. Ich hab den jetzt abgeerntet. Er macht's weg. Komm, ich hab. Ja? Ich hab. Ach, du hast. Du hast eine Kiste. Ah, der hat eine Enderpearl. Mach mal zu, bitte. Hast du eine Kiste, Heiko? Ja, ich hab eine Kiste. Dann mach die da mal dran. Wie viele rauskommen? Ist ja unfucking fassbar, also. Brötchen haben wir auf jeden Fall genug. Hast du noch so eine Kiste? Ja, warte. Weil dann kommen wir ganz schnell mit, dann bauen wir das noch schnell und dann ist die Folge auch Ende. Weißt du, wann kommt die Folge? Die kommt erst nächste Woche, die Folge hier bestimmt, ne? Ja, ich glaube auch. Ach, schade. Okay. Heiko, guck, mach hier dran. Warte. Mann, warte nochmal. Schnell, Heiko! Ja, was, wo schnell, bist du? Schnell, gleich ist die Folge zu Ende doch, Heiko, schneller. Ich guck, Abmahnung, wo? Hier, wo ich bin, bei den Kühen. Oh, fuck, falscher Knopf, Hilfe! Ja. Zeitspiel. Bitte. Ah, es leuchtet in der Ecke. Was mach ich denn hier? Was leuchtet denn in der Ecke? Was ist denn da? Ich hab da ein paar Lampen hingesetzt, automatisch. Okay. Ja, was soll ich tun? Warte. Warum machst du das denn den? Ich wollte dich eigentlich noch schnell töten, kurz vorm Ende. Bau noch in die Ecke, fertig da. Was wird das da? Ach, das ist der Fütterstation? Ja, damit wir dann gleich nächstes Mal ganz, ganz viele Kühe haben. Los, jetzt. Los. Ich. Los. Mach da nicht kaputt. Nein!
Mann, er hat's gesehen. Weg mit der Waffe, ich will da noch zu Ende bauen. Ja, ich war leider voll und konnte ihn nicht aufheben, Heiko, weißt du? Ach Mensch. Geht das schon darüber, Heiko? Nee, ne? Sonst bau die mal einer links. Die Kiste. Geh mal schnell das Tool wieder, Ding, Ted, bitte. Oh! Hier hast du. Dankeschön. Gut, dass ich meine Longfall Boots vorhin angezogen habe. Zwei nach links bauen, bitte. Zwei nach links. Da muss dann Weizen ankommen, oder wie? Ja, genau. Okay. Ja, warte, dann mache ich das anders. Ich hole kurz Farbstoff. Muss schneller gehen. Ja, dann haben wir nachher eine riesige Kuh her. Wir lassen den Server natürlich wieder laufen, ne? Ja, klar. Und dann kommen wir rein und können uns nicht mehr bewegen. Dia-Show, Wette? Meinst du? Ja. Ach, Quatsch! Warte. Und dann sind wir auch schon fertig. Jetzt kommt da Erde irgendwie raus, kann das sein? Warum kommt denn da Erde raus? Wo kommt denn da Erde raus? Na, du beschmeißt dich von hinten. Da schon wieder. So, ich komme. Warte. So, einen Schlachter machen wir dann nächste Mal. So. Ja, das kann ich auch machen. So. Automatische Schlachtmaschine, hast du mal gesehen, wie geil? Nee, ich, davon, ich kann das auch von Hand. Gehe ich einmal hier rein, Rampage, Blut fließen lassen und dann passt das schon. Ist doch geil, dass die Kühe jetzt da hinten sind. Ja, ne? Das ist cool, oder? Das ist cool. Ich hol die nochmal schnell. Ah, jetzt hast du zugemacht hier. Ah, ja, geht ja auch so. Zack. Und schnell weg. Nicht mit mir, Kollegen. Oh, fuck, 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 fuck. Hast du dich getroffen? Ja, ist ein bisschen klein so, ne? Du hast dich getroffen? Habe ich dich getroffen? Ich meine schon. Schieß mal. Ja. Wie viel Schaden macht das so? Ja, wird mit Energie abgefangen. Aber schon einiges. Hilfe. Na gut, aber an dieser Stelle würde ich sagen, jetzt wo wir die Kuhfarm fertig haben, bis im nächsten Part. Tschö. Yo, tschüss. Tschüss.